Die Jungs machen sich wieder auf den Weg. An einem Stoppschild verhält sich Marc recht merkwürdig. Mosebär. Was soll das jetzt? Wie hast du mich genannt? Ich meine nicht dich. Denn erkennt das sechste Gebot Autofahren. Du sollst am Stoppschild Schmusebär sagen. An diesem Verkehrszeichen ist schon so mancher Fahrschüler gescheitert. Auch Jackie nimmt es nicht genau und rollt über die Haltelinie. Warum bremst du jetzt? Schau mal, da oben ist ein Schild. Achteckig, da steht ein großes Wort drauf. Stopp. Ja. Stoppschild hat man zu stoppen. Und zwar so, dass das Auto ganz steht. Am besten sagst du dann Schmusebär. Wer an der Haltelinie Schmusebär sagt, steht lange genug. Klingt komisch, hilft aber. Viele Autofahrer glauben nur, dass sie am Stoppschild angehalten haben. In Wirklichkeit rollen sie noch. Sieht das die Polizei, wird's teuer. Marc und Michael haben inzwischen eine lästige Diskussion. Kupplungspedal durchdrücken und Gang beim Stehen drin lassen oder Gang raus und Pedal loslassen. Hast du den Führerschein wohl im Lotto gewonnen, oder was? Du stehst die ganze Zeit mit deinem Fuß auf der Kupplung. Ja, wo soll ich ihn sonst denn tun? Ja, zur Seite. Die Kupplung geht sonst kaputt. Zur Seite. Okay. Deswegen besagt das siebte Gebot Autofahren: Du sollst den Fuß von der Kupplung nehmen. Mechaniker Christian Lochmüller hat in seiner Werkstatt ein Auto aufgebockt. Die Kupplung an diesem Auto ist völlig hinüber. Der Mechaniker wechselt die Scheibe komplett aus. Okay, hier hat der Fahrer offensichtlich den Fuß auf dem Kupplungspedal immer draufgelassen. Ob er an der Ampel gestanden ist oder auch unterm Fahren, er hat immer den Fuß auf der Kupplung gehabt. Und jetzt habe ich hier die Asbestbeschichtung und man sieht durch die Vernietung, dass die bis auf die Nieten runtergeschliffen ist. Dieser Autobesitzer hat beim Fahren immer leicht die Kupplung gedrückt und so die Scheibe abgeschliffen. Auch wer beim Stehen an der Ampel das Kupplungspedal tritt, ruiniert mit der Zeit ein anderes Bauteil der Kupplung. Also Fuß, wann immer möglich, runter von der Kupplung. Auf der Autobahn bekommt Marc die Krise. Die Mittelspur ist blockiert. Langsame Autofahrer treiben ihn in den Wahnsinn. Hallo, Rechtsfahrgebot. Jetzt beruhig dich doch. Nein, es ist immer das Gleiche, Mann. Ja, man darf aber auf der Mittelspur fahren. Ja, wenn rechts alles frei ist, warum fährt er nicht einfach rüber? Das achte Gebot für Autofahrer lautet: Du sollst nicht auf der Mittelspur schleichen. Auch Fahrschülerin Jackie muss auf die Autobahn. Jackie hat eine sehr eigenwillige Art, mit einem belegten Mittelstreifen umzugehen. Sie will rechts vorbei. Nicht den überholen, ein wenig zu schnell. Ja, aber warum fährt er denn in der Mitte? Ich dachte, in Deutschland gilt das Rechtsfahrgebot. Ja, er ist verpflichtet, rechts zu fahren, das ist richtig. Also eigentlich müsste er jetzt bereits rechts rüberfahren, weil neben ihm ist niemand mehr. Aber das sind halt die typischen Mittelspurfahrer. Es ist erlaubt, den Mittelstreifen durchgängig zu befahren, aber nur sofern die rechte Spur nicht frei ist und niemand behindert wird. Daher gilt, fahre auf der drei- und mehrspurigen Autobahn rechts, sonst droht ein Bußgeld. Endlich. Marc und Michael sind gleich am Ziel, zumindest laut Navi. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Das ist definitiv nicht. Laut Navi sind wir gleich da. Ja, laut Navi, schau dich mal um. Ja, Navi ist ein Computer, der hat immer recht. Das neunte Gebot Autofahren sagt aber: Du sollst nicht immer auf das Navi hören. Im Fahrschulauto gibt es kein Navi. Doch gerade junge Menschen wie Jackie verlassen sich später nur zu gern darauf. Später habe ich dann ja sowieso ein Navi im Auto. Naja, Navi ist auch nicht das Allheilmittel. Vor allen Dingen, Navi hat einen großen Nachteil. Die Leute werden unglaublich abgelenkt durch das Navi. Und dann passiert das. Folgen Sie B388 für 20 Kilometer. Sie haben Ihren Zielort erreicht. Kehren Sie wenn möglich um. Biegen Sie rechts ab. Am besten behält man selbst die Orientierung im Straßenverkehr, denn die Autocomputer sind fehlbar. Endlich angekommen.
Jetzt muss Marc nur noch einparken. Doch das scheint alles andere als einfach zu sein. Du musst schon schauen, dass du mit einem Spiegel auf Höhe vom Kotflügel vom anderen kommst. Ne? Und dann voll einschlagen und rein. Da gibt's doch keine Regel dafür. Ja. Doch? Klar, denn Gebot 10 besagt: Du sollst richtig parken. Auch Fahrschülerin Jackie hat den Dreh noch nicht ganz raus. Fahrlehrer Guido Karasch muss ihr das Rückwärts-Einparken noch mal genauer erklären. Und jetzt versuchen wir es noch mal. Stellst dich noch mal neben diesen schwarzen Mini. Und zwar in einem Abstand ungefähr von einer Armlänge. Also von meiner Armlänge ungefähr Abstand halten. Ne? Jackie stellt sich neben das Auto, hinter das sie parken will. Grob eine Armlänge Abstand. Und der Trick? Erst sobald die B-Säule, das Ding zwischen den Fenstern auf Höhe des Hecks des anderen Autos ist, die Lenkung einschlagen. Erst jetzt steht das Auto im richtigen Winkel zur Parklücke. Nun einlenken und in die Parklücke rollen, dabei gerade ausrichten. So klappt das. Und wenn wir jetzt schauen wollen, schau mal hier die Tür, wenn ich die mal aufmache, dann kannst du wunderbar sehen, wie gut bist du jetzt mit dem Abstand von ca. 20 cm vom Bordstein weg. Das ist okay. Dann immer Handbremse anziehen und ersten Gang einlegen. Wer das nicht macht, handelt im Schadensfall grob fahrlässig. Die 10 Gebote Autofahren. Wer sie beachtet, spart sich eine Menge Ärger und Geld.